Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Dutzler. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Herr Präsident, Frau Ministerin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zuseher und Zuseherinnen, ich glaube, es ist schon viel über die heutige Strafrechtsänderung, die wir heute beschließen, auch schon gesprochen worden. Und ich möchte mich da auch nicht wiederholen. Ich denke mir, um auch klar zu machen, worum es heute geht, das Augenmerk liegt auf jeden Fall auf die Anhebung von Strafdrohungen, insgesamt auf eine Strafrechtsverschärfung. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar, Frau Ministerin, dass wir hier auch eine sprachliche Änderung vornehmen im Gesetz, denn tatsächlich, der Begriff der Kinderpornografie ist verharmlosend und er bringt in keinem Fall zum Ausdruck, worum es eigentlich hier geht, nämlich um schändlichen Missbrauch und Gewalt gegen Minderjährige. Und die Benennung der Grausamkeiten, die solchen Bildern zugrunde liegen, ist eben ein wichtiger Schritt. Und ich denke, werte Abgeordnete, wir waren uns alle einig im Justizausschuss, dass Straftaten dieser Art, wenn sie einmal begangen wurden, es ja im Grunde genommen schon viel zu spät ist. Denn das Ziel einer Gesellschaft muss es sein, dass kein Kind Opfer von sexuellem Missbrauch oder sexueller Gewalt wird. Das ist der Schutz von Kindern. Und meines Erachtens ist eben diese Strafrechtsreform sicher ein wichtiger Bestandteil. Aber es ist eben nicht ein Gesamtkonzept, so wie wir es uns als Sozialdemokratie auch vorgestellt haben. Denn wir haben einen erweiterten Antrag eingebracht, der leider und bedauerlicherweise ja im Justizausschuss vertagt wurde. Es war heute viel die Rede von Kinderschutzkonzepten, der Ausbau von Präventionsmaßnahmen. Aber ich muss hier schon festhalten, dass wir das hier, jetzt hier nicht beschließen. Und ich habe heute ganz genau zugehört, wie der Finanzminister seine Budgetrede gehalten hat und mir angeschaut, wie viel Geld jetzt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen fließt. 1,5 Millionen Euro. Wenn ich mir vorstelle und mir überlege, wie viele Milliarden hier in der Republik verschoben wurden über die COFAG, wie möglich das war und dass hier jetzt groß die Rede davon ist, was wir alles für Kinderschutzpakete wir in Zukunft beschließen wollen und tatsächlich aber im Grunde genommen sagen müssen, was ist das genaue Budget dafür, das zur Verfügung gestellt werden soll, dann ist das in Wirklichkeit ein ganz kleiner Betrag und es sind Peanuts. Und werte Kollegen und Kolleginnen, ja, wir werden heute mitstimmen und halten das auch für eine gute Strafrechtsänderung. Aber wir sind der Meinung, es braucht einfach Konzepte darüber hinaus. Es braucht Regelungen in einem Bundeskinderschutzgesetz. Und das ist mit der heutigen Gesetzesvorlage bei Weitem nicht vorgesehen. Und daher ersuchen wir natürlich, dass auch in Hinkunft sich genau überlegt wird, welche weiteren gesetzlichen Maßnahmen wir in dieser Hinsicht auch noch beschließen werden. Danke. Mona Dutzler von der SPÖ war das. Die SPÖ hätte sich ein umfassenderes Bundeskinderschutzpaket gewünscht, sagt sie. Vor allem eines, das auch offenbar budgetär besser aufgestellt sein könnte.